und ein herzliches Willkommen beim Großen Preis von Japan. Dieses Ereignis kürte im Laufe der Jahre bereits 11 Weltmeister und versorgte uns auch mit einigen unvergesslichen Rennen. Da wäre zum Beispiel Kimi Räikkönens Sieg von der 17. Startposition 2005 oder Kamui Kobayashis unglaubliche Fahrt auf das Podest. Die Japaner bejubelten ihn im Jahr 2012. Eine Runde dieser historischen Strecke ist knapp 5,8 Kilometer lang. Es ist das einzige Mal in dieser Saison, dass wir auf einer 8 fahren. Auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte und die Strecke bietet in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten der gesamten Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da wird oft und viel überholt. Mein Co-Kommentator für das heutige Rennen ist Stefan Römer. Lass uns kurz über Sergei Sirotkin sprechen. In dem Wagen befindet sich ein neues Getriebe, was selbstverständlich eine Startplatzstrafe bedeutet. Das verspricht eine Menge zusätzlicher Spannung, denn wir müssen ihnen zusehen, wie sie sich ganz langsam von hinten nach vorne kämpfen. Am Ende ist es immer besser, am Anfang in den sauren Apfel zu beißen, statt dass man den Grand Prix nach der Hälfte aufgeben muss. Hoffen wir, dass das neue Getriebe ihnen dabei hilft, das Ergebnis zu erreichen, das sie sich erhoffen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Hamilton, der fliegende Finne, und Sainz Junior. Ricciardo, Hülkenberg, Grosjean und Sergio Perez. Ocon, Leclerc, Stoffel van Dorn. Und Magnus, er hat eine Gridstrafe erhalten. Eriksson, Verstappen, Lance Stroll und Sergei Sirotkin. Alonso und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Nein, wir lassen dich nicht hängen. So, und damit ein Willkommen zurück zu Formel 1 2018. Wir sind auf Position 5. Machen einen Boxenstopp in 13 Runden. So, 20 Minuten fahren wir jetzt. Und daher würde ich sagen, blären wir nicht lange rum. Wir starten das Rennen. Die Einführungsrunde sparen wir uns und legen los. Alter, was soll denn der Müll? Was war denn das jetzt? Hey, komm schon. Ganz sauber und Start war es nicht. Eine Position verloren. Der Start war okay. Oh, Verbindung ist abbruch. Thank you.
Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Ich komm mit den Kopf mir echt nicht klar. Am MGUH erreicht. Der Antrieb wird ab jetzt eher zum Überhitzen neigen. Go. Wir brauchen wieder Energie. Reduziere den EAS-Einsatz. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 8,4 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,7 Sekunden. Oh Mann. Hat den kritischen Abnutzungsgrad erreicht. Es könnte sein, dass die magere Mischung in Zukunft nicht mehr verfügbar ist. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,2 Sekunden. Die Rücken ist so auf der Pelle. Warum fahre ich so einen Müll zusammen?
Das wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Mann! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Oh, ist gleich so. An der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Ja, klar. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Mamma mia! Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen.
das Rennen aufgeben. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ey, ich fass es nicht. Mann, oh Mann, diese blöden Kurven da am Anfang. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Mit dem Benzin
hinten schon wieder jemand. Ich glaube, wir werden zu 12 bleiben. Kannst du es schaffen? Scheiße, jetzt hol er mich ein. Schaut noch gut aus.
zur Box mit dir. Der Frontflügel hängt kaum noch dran. Scheiße. Oh nein, es hängt. Letzte Runde. Ja, alles klar, was? Haben nur noch Benzin für eine Runde. Reicht ja auch. Boah, nee. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert, hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt war mega schlecht gefahren. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel 1. Tja. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ja, da wurde das Weltmeister gefeiert hier, hä? Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Heute krönen wir auch einen neuen Weltmeister, da ihm die Führung nicht mehr zu nehmen sein wird. Was für ein großartiges Jahr für die Formel 1. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Mein Fahrer des Tages war ganz klar Max Verstappen. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Was hat Ihren Wechsel zu einem neuen Team ausgelöst? Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt, nicht wahr? Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen.
Was meinen Sie, wer die Schuld dafür trägt? Klasse, das war dann alles. Gut. Läuft. Ein tolles Ergebnis. Super. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Denke ich auch. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten... bei der nächsten Strecke wieder. Bis zum nächsten Mal. Was wie sie. Ciao, macht's gut.